Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Und im heutigen Part möchte ich gucken, dass wir uns eine gute Rüstung machen und dass wir vielleicht irgendwie den verbesserten Gleiter hinkriegen. Und wenn sonst noch was ist, dann halt sonst noch was und wenn nicht, dann let's go. Dann gucken wir doch mal, was der verbesserte Gleiter kostet und wer hat den überhaupt. Ich schätze mal, es ist unser Zimmermann, der auch noch ein Licht braucht. Genau, Gleiter. Fortgeschrittener Gleiter, so heißt das, stimmt. Dafür brauche ich ja die Leinen. Ach nee, die Leinen. Aber die kann ich doch hier machen, ne? Genau, Leinen. Dafür braucht es dann Flachs. Jetzt schauen wir mal, wie viel Flachs ich denn habe. So, 22 Stück. Ich wollte die eigentlich anpflanzen. Aber das habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn noch nicht gemacht. Aber ich denke mal, es sollte uns reichen. Oder? Ja, wir brauchen ja nur 4 Stück. Super. Und von dem Rest haben wir alles. Gucken wir mal, ob wir... Nee, Quatsch. Mal schnell zur Werkbank. Und bla 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 bla. Lichtquellen. Was könnte er denn für eine Lichtquelle bekommen? Wahrscheinlich einfach eine Wandfackel. So. Dann, mein Guter, weil du letztens ja so nett warst. Hier. Einmal Licht für dich. Super. Dann wollte ich mich nach Rüstung umschauen. Während der Flachs vor sich hin arbeitet, schauen wir doch mal, was der Schmied jetzt für uns hat. Schilde, Heldenschild und aufsteigender Kämpferschild. Das Reckenschild ist allerdings schon Stufe 14. Das braucht auch Leinen und Metallplatten. Wo konnte ich denn die Metallplatten nochmal machen? Wo war denn das? Ich glaube, das war bei ihm, ne? Nee. Hä? Leute? Leute? War das hier? Ja, super. Kohle und Metallschrott. Habe ich doch aber eigentlich. Hier. Ganz viel sogar. Kohle. Ups, das wollte ich nicht. Und Metallschrott. Dann kommt das da rein. Okay. Dann craften jetzt unsere Metallplatten für das Schild. Wir können aber mal ganz kurz gucken, was unser Schild so hat. Ja, das ist halt 7. Stufe 7, deswegen ist es schon gut, wenn wir uns da ein neues machen. Die Rucksackerweiterung, können wir da vielleicht auch schon einen anderen machen? Nein, wir können nur den kleinen Rucksack. Gut, dann kann ich das natürlich jetzt auf jeden Fall nicht ändern. Aber ich denke, dass auch bei der Jägerin dann auch die Rüstung ist, die wir brauchen. Weste des Waldläufers, Handschuhe des Waldläufers, Ausdauer und Ausdauer. Okay. Schützenset. 13% Chance auf kritische Fernkampftreffer, auch Ausdauerpunkte. Skillshot-Schaden, weiß ich nicht, was das ist. Ausdauerregeneration. Die Hose hat 27 und 9 Ausdauerpunkte. Die hat 27 und 2-mal Ausdauerregeneration. Ach, das ist halt so eine Frage, ne? Immer Ausdauerpunkte 24 und die hat auch 24. 44, 44 und 30. Also das Speerset fällt auf jeden Fall weg. Ich meine, Ausdauerregeneration ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Was hat denn das Hüterset? Das hat physischen Widerstand und ist natürlich mit 61 halt echt nicht schlecht. Aber das bringt uns als Bogenschütze doch eigentlich nichts. Oh, plus 120 Lebenspunkte.
Auch Leinen und Kupferbarren. Kann ich eigentlich Kupferbarren schon herstellen? Ich denke schon, ne? Genau. Jo, dann schauen wir mal. Was habe ich denn hier an Kupfer? Ganze 4 Kupfererz. Okay. Dann werde ich das Zeug jetzt nochmal schnell farmen gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder zurück. Und ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal den fortgeschrittenen Gleiter machen. Geil. Und den verbesserten Greifhaken. Aber dafür brauche ich einen Greifhaken. Wo kriege ich denn den Greifhaken nochmal her, du? Ich glaube von ihm, oder? Greifhaken, Greifhaken, wo bist du? Oder bin ich schon wieder doof? Und der Greifhaken ist hier? Jawohl. Okay, dann machen wir den. Jetzt habe ich keinen Garn mehr, wie es ausschaut. Und dann machen wir den verbesserten Greifhaken auch noch. Ja, sehr schön. Dann haben wir da jetzt ja auch schon wieder Quests abgeschlossen. Und dann Charakter. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Quatsch, Rucksack. Ausrüsten und ausrüsten. Dann können wir das nämlich hier löschingern. Genau. So, ich habe natürlich auch Flachs und sowas besorgt. Das habe ich hier rein. Die Leinen können da noch mit rein. Und Kupfer habe ich auch hier drinnen. Ein bisschen zumindest. Das heißt, ich wollte doch Schilde. Genau, Leinen und Metallplatten. Wie viele sind denn jetzt hier drin? 3. 3 habe ich da noch. Wie viele habe ich jetzt gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. So, Leinen habe ich schon genug gesammelt. Gucken wir jetzt nochmal kurz, ob es reicht. Ja, es reicht. Sehr schön. Dann machen wir auch dieses Schild und ausrüsten. Das kann weg. So, was wollten wir denn jetzt noch, meine Lieben? Hüterset hier. Kupferbarren. Ne, das war nicht das, was ich wollte, oder? Das hier war das mit den 120 Lebenspunkten. Dreimal Kupferbarren. Und haben wir da jetzt noch welche? Ja, Hammer. Sehr schön. Dann können wir uns auf jeden Fall auch hier das schon mal machen. Dann gehen wir zurück auf Charakter. Und dann können wir endlich diese Fetzen hier wegschmeißen und rüsten uns neu aus. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz schauen. Also wir haben auf jeden Fall ein neues Schild. Das haben wir. Da können wir leider keinen größeren gerade machen. Die beiden verbesserten Sachen haben wir. Der Kriegerhelm. Gelegenheitsschaden. Weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Also, den können wir auf jeden Fall ändern. Dann hatten wir ja den Brustpanzer, der hat 120 Lebenspunkte. Die Handschuhe, die geben uns 2% Fernkampfschaden. Die Hose gibt uns auch 23 Lebenspunkte. Und die Stiefel Gesundheitsregeneration. Okidoki, Antischoki, dann gucken wir doch jetzt mal nochmal hier. Parierkraft. Was gibt denn der Helm von dem Set? 13% Chance auf kritische Nahkampftreffer. 11% und 7. Okay, dann Frau Jägerin, wie sah es bei Ihnen aus? Gut, so. Ich glaube, er hat ja keine Rüstung, ne? Nö. Hat noch irgendwer Rüstung? Ja, der Magier. Aber ich glaube, dass ich bei dem eigentlich nichts brauche. Das heißt im Grunde, dass auch hier der Helm besser ist als den, den ich habe. So. Jetzt schauen wir noch mal. Der gibt Gelegenheitsschaden und der. Das mit den Nahkampftreffern. Dann rüsten wir doch den am besten aus. Ich denke, das macht mehr Sinn. Wie sieht's aus mit den Handschuhen hier? Nahkampfschaden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und bei dem.
Das ist so low, da braucht man gar nicht schauen. Dann müssen wir nochmal zur Jägerin. Was hat sie für Handschuhe? Fernkampfschaden. Bei. Nur bei dem hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind die denn besser als die, die wir anhaben? Ja, auf jeden Fall. Rüst mal die aus. Lösch mal die. Gut. Dann gucken wir nach einer Hose. So, jetzt sind wir wieder hier mit den Ausdauerpunkten. Ich hätte gerne eigentlich schon Lebenspunkte auf der Hose. Wobei ich jetzt durch die Rüstung und die 120 Lebenspunkte, die die hat, auf jeden Fall schon mal deutlich mehr habe, als halt eben davor. Die gibt halt wieder 45 Lebenspunkte. Und die haben wir an. Ich könnte aber auch die Hose des Abenteurers machen. Die gibt uns mehr Lebenspunkte und ist auch besser. Dann machen wir die. Rüsten wir die auch gleich aus. So. Schaue ich ganz schön wild aus, ne? Und dann haben wir zu guter Letzt nur noch die Schuhe. Die geben ja bei mir aktuell Gesundheitsregeneration. Genau, so wie die hier. Das hätte ich natürlich auch gerne behalten. Das tun sie aber hier alle mit den 2%, ne? Nee, das hat nur 1. 2 Gesundheitsregeneration und auch 2. Die kann ich jetzt aber beide gerade nicht herstellen. Und ein letztes Mal bei ihr gucken. Die geben halt Ausdauerregeneration. Okay. Ja gut, dann sind wir ja auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen schicker, was das Aussehen betrifft. Ich mag zwar nach wie vor keine Helme und finde den absolut scheußlich, aber man muss ja auf Nummer sicher gehen. Jetzt hat natürlich auch er wieder eine Quest für uns. Hey ja, ich sehe dich immer noch ab und zu in der Ferne auf den Boden stürzen. Keine Sorge, das ist keine Schande. Aber wenn du mit Stil fliegen willst, solltest du mit mir einen besseren Gleiter basteln. Okay, kann ich jetzt aber hier gerade aktuell nicht machen. Wahrscheinlich, weil ich dann wieder irgendeine Quest zuerst machen muss. Was haben wir denn noch so an Quests jetzt überhaupt offen? Genau, die Feuerstelle der Bauerin, das war der Dungeon und das der Drache. I don't know, ob ich das will. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas vergessen? Ach so. Nee, Waffen müsste eigentlich passen, oder? Genau, und hier wollten wir das letzte Mal eigentlich hindüsen. Dann hätte ich halt jetzt gesagt, mach mal das doch einfach. Hey, wieso sehe ich mein Essie nicht? Hallo? Naja, ich weiß ja trotzdem, auf welchen Slot ich es gelegt habe. Also no problem. Ach, jetzt kommt's langsam. So. Oh, ich dachte, die Tür wäre schon auf. War sie aber nicht. Dann düsen wir jetzt in unserer neuen schicken Uniform dahin. Und dann bin ich mal gespannt, was da so ist. Einmal rüber, bitte. Dann kann ich ja jetzt auch ein bisschen weiter fliegen, nicht? Mit dem besseren Gleiter da. Ich muss eigentlich, glaube ich, hier hinten hin. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt fliegen wir mal einfach ein bisschen. Landen wir vielleicht mal kurz da. Jetzt habe ich noch 270 Meter. Das ist halt aber auf der Ebene, wo auch die Krypta ist. Na gut, dann einmal einfach runter, aber nicht in die Pflanzen. Ich wurde im letzten Part schon genug angespuckt, brauche ich nicht nochmal. So. Genau, passt. Ausgeruht sind wir, alles gut. Komme ich da hoch? Jawohl, ja. Und dann muss ich vermutlich den Weg hier hochdüsen.
Und dann sollten wir eigentlich ja auch bald schon da sein. Oh mein Gott, das ist genau dieselbe Stelle, wo ich das letzte Mal auch reingefallen bin. Naja. Voll ungewohnt jetzt, dass sie da was anderes anhat. Dann let's go in diese Direction. Standort unten. Standort unten. Aua, bist du deppert schon wieder? Sag mal, ich möchte einfach nur gucken und werde hier gleich schon wieder angegriffen. Ja, was stehst du da so blöd rum? Verzieh dich. Also Standort unten. Dann wahrscheinlich hier rein? Wenn ich das jetzt wüsste, wäre ich schlauer. Aber okay. Ist ja kein Thema. Dann düsen wir halt einmal nach unten. Und ich glaube, das war zu weit. Oder? Ach Mann. Oh. Ist es das hier? Sieht aus wie so zwei Augen von so einem Totenkopf. Nimm mal den Bogen. Oh, ich muss den Bogen auch noch kurz hier auf den Slot legen. Genau. Ja, was gibt's denn jetzt hier Feines? Standort unten, noch weiter unten. Das war jetzt gut. In drei Schüssen ging das Wildschwein zu Boden. Oh mein Gott, was ist das schon wieder für eine verspulte Höhle? Oh, Miasma. Na gut. Okay, das hätte ich mir denken können, wollte ich sagen. Ist einfach nur... Ich bin so ein Horst. So ein Horst, die Horst. Ach so, aber ich könnte ja theoretisch jetzt einfach hier drauf. So. Und dann einmal von oben die schnell platt machen. Jupp, eins ist schon tot. Dann du auch noch. Super Sach. Ist da noch irgendwer? Nö. Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Die holen wir uns mal gleich. Hartholz und Lehmklumpen. Hirtenstab. Hier ist auch noch ganz viel Zeug. Oh. Ah, Leute, was? Ich doch in Ruhe. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Wo ist denn das Ding von denen? Hier. Na, aber geh halt kaputt. Jetzt hat er. Gut, einmal die Axt bitte. Mann, Junge. Stört Mama nicht beim Arbeiten. Fähigkeitspunkt. Und neuer Ort markiert. Richtig cool. Dann war doch hier auch noch Zeug. Genau. Einmal die Kiste und diese zwei Durchsuchungsdinger. Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir jetzt wieder ein paar Points, ne? Und zwar wieder drei Stück. Was könnten wir denn dafür nehmen? Ich meine, ich habe das Adlerauge bei uns auf dem Enshrouded Community Server ausprobiert. Und eigentlich ist es schon ziemlich cool. Was gibt's hier? Sprache der Wuka. Wuka im Umkreis von 50 Metern greifen dich nicht an, bis sie selbst angegriffen werden. Erhöht dein Geschick und die Tiere greifen mich nicht an.
Oh, und dafür greift mich hier wieder dieser Depp an. Mann, man hat auch echt nicht seine Ruhe. Also, das könnte... Achso, nee, ich müsste erst das hier. Aber das ist auch gut, wenn die Kondition um einen Attributspunkt steigt, ne? Ach, Leute, jetzt sind wir wieder so weit. Scheiße, hätte ich das jetzt gleich mal gesehen, dann hätte ich wahrscheinlich das genommen. Na gut, jetzt habe ich halt einen Punkt hier reingesteckt, da müssen wir halt warten, bis ich die nächsten Punkte wieder habe. Okay, dann haben wir die Miasma-Wurzel hier. Da waren wir schon. Was ist denn jetzt hier nochmal? Auch ein Fragezeichen. Sollen wir mal dorthin düsen? Was wäre denn dann der schnellste Weg? Wahrscheinlich über die Düsterdickichtwarte, oder? Gehen wir mal dahin. So, wir müssen also wieder in diese Richtung hier düsen. Und jetzt hoffe ich mal, dass da auch eine Wurzel ist. Dann kann ich mir nämlich das andere noch holen. Da wird schon wieder irgendwas gekillt. Hier ist eine Mine oder so. Oh, wo sind wir denn jetzt? Hier. War ich hier schon? Djadwin. Hier war ich definitiv noch nischt. Wir klauen uns wieder den leckeren Honig. Oh, und da ist wieder ein Schweinchen. Ein Schweinchen namens Babe. Kommst du darauf? Ja. Oh, jetzt ist es stockfinster. Okay, dann machen wir es so. Ich plündere das jetzt. Dann gehen wir mal... Oh, hier wohne ich halt. Ganz kurz nach Hause. So. Dann schicke ich meinen Charakter mal ins Bettchen. Und euch ebenso. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und in dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Bye.